Ja, man kann sagen, die Show vergeht echt wie im Flug. Set ist auch toll eingeteilt, sodass man nach diesen 3 Stunden 10 nie das Gefühl hat, man hätte sich jetzt irgendwie tot gemacht. Man geht einfach glücklich und denkt, ach, einen hätten wir wohl noch spielen können. Was bei mir die Sache natürlich schön abwechslungsreich hält, ist, dass ich nicht nur hier in dem Klavier bin, sondern in der B-Teil mit dem Akkordeon, nah an den Leuten. Das vermisse ich manchmal ein bisschen hinten. Die letzten 10 Jahre eigentlich nur Gitarre gespielt in der Band. Und da konnte man natürlich mal auf die Leute schön zugehen. Und jetzt sitzt man halt hinter seinen Tasten, aber ist auch toll. Macht große Freude, ist ja mein Hauptinstrument. Und dann gibt es diesen Schlagzeug-Song, Schatten in die Haut, mit 3 Schlagzeugen. Das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Es war immer ein bisschen Muffe, dass ich daneben habe, so ein kleines Schlagzeug-Solo von 2 Takten. 2x2 Takte. Und da überlege ich mir immer schon den ganzen Song lang, was spiele ich denn da gleich? Irgendwas Neues, was ich gestern noch nicht gemacht habe, aber was vielleicht so zu 90% gut geht. Und Bertram nichts zu meckern hat. Oder ich selber. Aber hier, bis jetzt ist alles gut gegangen. Kommst du nicht mehr zurück? Bleibt nichts mehr übrig, nur verzweifelt überleben. Können wir hoffen, von Hoffnung zu erzählen? Wächst Betäubung in unseren Herzen, sind die Straßen voller Blut. Was hat die Seele?